Ja, moins meine Freshen Dudes und herzlich willkommen zur zweiten Folge Red Dead Redemption 2. Ich bin in days. Weather ain't let up. He's strong and he's smart. Strong at least. Hello Arthur. Abigail. Arthur. How you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Wie ihr vielleicht festgestellt habt, machen wir genau an der Stelle weiter, wo wir in der letzten Folge bzw. in der ersten Folge aufgehört haben. Und ich habe den Sound ein bisschen lauter gemacht. Ich habe festgestellt, dass der Sound ein bisschen zu leise war, der Game-Sound. Ihr werdet jetzt vielleicht feststellen, dass im Vergleich zu der ersten Folge alles ein bisschen lauter ist. Ich bin immer noch genauso laut, aber der Game-Sound war zu leise. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Ich hoffe, es passt so besser, dass ihr das auch besser versteht, was sie reden. Recently. That way. Sure, well, come on then. There's some tracks leading to the river. Dann folgen wir mal Javier, komm her. Durch den River oder was? See, they continue up that way. Okay, Leute, die Grafik ist so geil. Die Grafik ist so nice, wirklich. Oh, die Gesundheit deines Pferdes wird auch links unten angezeigt. Es bricht zusammen, wenn die Anzeige ganz leer ist. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. And suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Dein Pferd wird nicht galoppieren, wenn die Ausdauer leer ist. Ah, da ist die Ausdaueranzeige. Seht ihr das? Links unten. Jetzt ist es weg. Drücke, um die Entfernungsperspektive der Kamera zu ändern. Okay, wir können ja mal, guck mal, die Perspektive kann man auch machen. Diese Perspektive, gut, die ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil ich gerade anders bin nochmal. Ja, die drei Perspektiven, nee, die vier Perspektiven gibt es. Ich würde sagen, wir bleiben bei der Perspektive. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Wenn euch diese Videos von Red Dead Redemption gefallen, dann zeigt mir das auf jeden Fall mal mit einem Daumen nach oben. Lasst gerne bei allen Videos von Red Dead Redemption Daumen nach oben da. Allgemein natürlich freue ich mich über jeden Daumen nach oben. Aber es ist wichtig zu sehen, gerade bei so einem neuen Projekt, dass viele das auch feiern. Und man das mehr oder weniger nicht umsonst macht, sondern es auch Leute gibt, die sich darüber freuen. Und das kann man am besten sehen, wenn ihr natürlich ein Like da lasst. So, dann jetzt würde man sagen, hier steil den Berg rauf. Wirklich feiere die Grafik so extrem. Manchmal fragt man sich, was die noch alles aus der PlayStation 4 rausholen können. Ich meine, ich habe eine normale PlayStation 4, es ist keine Pro. Und es sieht genial aus, finde ich. Wirklich genial. Come on, boy. Oh boy. Oh boy. Oma boy. Yeah.
A lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Ja, dann mach mal ein bisschen schneller, Kollege. Wir sind fast auf dem Berg, aber den Pferden geht's noch einigermaßen gut. Also wenn man jetzt so unten auf die Anzeige guckt, ist das alles noch im grünen Bereich. Da ist eine Pferdeleiche. So, das scheint das Pferd von John zu sein. Come on, up there. Wo kamen die Geräusche? Ja, er läuft voll in mich rein. Was ist da los bei ihm? Das war wohl nicht der Weg, wo ich langlaufen sollte. Wäre ich dem gesagt, ich soll die Flinte mitnehmen. Waffen auf Pferd. Ich hab doch die Waffe schon. Was für eingelagerte Waffen. Tennessee Walker. Ja gut, das habe ich jetzt schon gemacht. Was soll ich jetzt noch machen? Mehre dich im Sattel auf deinem Pferd. Ja, Digga, habe ich doch gemacht. Was nutzt? Kennt ihr das manchmal, wenn ihr einfach nicht checkt, was das Game von euch will? Oder auf der anderen Seite. Ey, ich hab das doch gedrückt, Mann. Aber es kommt, geht nicht. Oder muss ich? Immer wenn ich hier drauf drücke, komme ich direkt hier hin. Ich denke nicht, was das soll. Okay. Sag das doch gleich, dass ich auch noch die R-Tasten benutzen muss, um zu changen. Da muss man ja erstmal drauf kommen. Kennt ihr das, diese Momente, die man manchmal hat, wenn man ein Spiel neu spielt, wo man einfach denkt so, was will das Game jetzt von mir? Ich mach doch genau das, was das Game will, aber es klappt irgendwie nicht. You sure about this? Oh. It's coming from this way. Okay. Hier scheinen wir richtig zu sein. You're telling me. Wir helfen dir gleich, Johnny. Alles gut, wir kommen. Yo, jetzt sehe ich da auch meine Ausdauer. Guck mal, wie steil das da runter geht. Das wäre unser Ende. Stay low under here. Okay, so gehen wir in die Hocke. Okay, from here. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. Oh, guck mal. Unsere Ausdauer wird schlechter. Unsere Ausdauer wird schlechter, wahrscheinlich weil es so kalt ist, weil wir uns hier verdammt nochmal den Arsch abfrieren. Wir kommen! Johnny! Also durch! Du warst einer der Besten! Ja, ist ja gut, Digga. Was soll ich machen? Ich zieh die Wärme an beim nächsten Mal.
How you doing? I'm miserable. Been a tough few days. I know. Oh, er hat einen Schnaps. Ich will auch einen Schluck, Bro. Here. Take a drink of that. Thanks. Danke dir. Schöner kleiner Bourbon. Danke dir. Das war's? Hat er ihn gleich weggeext oder war nur ein Schlückchen drin? Ups, sorry. Falscher Alarm. John, can you hear me? John, where are you? Ich hätte fast meinen Kollegen gekillt aus Versehen. Down on the ledge. That's John. We're coming. Down here. Wie lade ich nach? Over here. All right. Hot down, Marston. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. Du siehst nicht so schön aus. Du kannst auch zu Halloween gehen. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Eh schon komplett eingefroren und jetzt muss ihn auch noch in die Gegend schleppen. Can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You alright? I don't think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Ja, das ist noch ein ganz anderer Weg als eben noch. Oh, ein Wolf. Look up there. Mehrere Wölfe. Aber zum Glück nennt man mich auch den Wolfhunter. Alright, John, come on. Let's get you on that horse. Ich weiß immer noch nicht, wie ich nachlade, ey. Das regt mich ein bisschen auf. We're getting you out of here. Draw them off us, Arthur. Oh, sorry, yo. Nein! Wie schlecht, Mann. Es hat voll nicht geklappt, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mann! Kontrollpunkt neu starten. Okay. Ich hoffe, wir landen genau an derselben Stelle. Ich hätte jetzt wenig Bock nochmal irgendwie. Look up there. Ja. Wollte gerade sagen. Ich will wissen, wie man verdammt nochmal nachlädt, ey. Das regt mich richtig auf. Wenn ich mit der Flinte geschossen habe. Oder lädt er nur nach, wenn man. Komm her. Willst du auch noch? Ja. Ich mag Wölfe, Leute, ihr wisst es. Aber wenn es heißt, deren Leben oder mein Leben, dann muss ich sagen, dann mein Leben. Los, let's go. So, gab es hier eigentlich noch mehr Waffen? Ne, nur die beiden, okay. Pferdeinventar. Gibt's hier noch alles auf dem Pferd? Oh, Kentucky Bourbon. Aber auch dabei. Ja, schön. Ja, aber. Let's go, Arthur. Ja, ich komme nur nicht auf mein Pferd. Achso, auf Dreieck, okay. Come on then. Let's get back to the others. Was soll ich sagen? Ich komme halt einfach nicht auf mein Pferd. I don't feel too good. You'll be fine.
It's just like a dog bite. Knew a fella, got bit by a dog, died an hour later. You ain't gonna die. Not yet. Genau. Du wirst es schon schaffen. Wir haben dich nicht umsonst geholt. Guck mal, wir haben sogar die Waffe immer noch. Oh. Komm schon. Nein, komm. Nein. Stay back. So, habe ich den auch erwischt? You see any more, Arthur? Don't think so. Verdammt, was sind das für aggressive Wölfe? Don't want to leave the trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. Zum Glück sind die Wölfe in Deutschland nicht so aggressiv. Freezing, bleeding, starving. Damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Nah, you can do better than that. One thing you ain't short on is fantasy. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. Jetzt sollten wir sie, glaube ich, abgehängt haben, weil die unsere Spur nicht mehr riechen können. Oder uns nicht mehr, allgemein nicht mehr riechen können. Wir haben ihn gerettet! Unsere zweite erfolgreiche Mission. Sehr schön, ich bin schon ein bisschen stolz, muss ich sagen. Kommt keiner? Was ist denn los? Ist hier irgendwas passiert? Okay, wir sind hier. Das ist schon. Ist irgendwas passiert? Careful, idiotas, it's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Ich glaube, wir sollten uns auch lieber erstmal wieder aufwärmen. Also, das wäre ja nichts für mich, ne? Ich bin nicht so der große Fan von so viel Schnee. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Neuer Tagebucheintrag. Mission abgeschlossen. Tritt auf Verfolg. Ups. We get strong. We get warm. Wie kann ich mir die Details angucken? Protokoll, Missionsinfo, tritt auf, verfolgt von Erinnerungen. John ist nicht von einer Erkundung zurückgekehrt. Arthur und Javier suchen im Schneetreiben nach ihm. Töte alle Wölfe, ohne Schaden zu nehmen. Schieße die Mission mit mindestens 80% Genauigkeit ab. Tut mir leid, habe ich beides nicht geschafft, deswegen nur Bronzemedaille. Aber ich mache mir auch sowas nicht viel. Mir geht's um die Geschichte. Gibt ja die Leute, die würden jetzt die Mission direkt neu starten, aber ich muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich finde das nicht so wichtig, Leute. Ich glaube, hier ist die Geschichte das ist der Fokus und sollte auch der Fokus sein. Ihr könnt ja mal eure Meinung in den Chat reinschreiben, was ihr für Spieler seid. Ob ihr immer das Maximum rausholen wollt, Bonus rausholen wollt, Gold rausholen wollt oder ob das euch auch eher darum geht, das Spiel einfach durchzuspielen. Was geht hier so ab? Soll mich setzen, aber wo? Oh, das ist eine Schublade, die ich untersuchen kann.
so eine Aktion. Ah, hier könnte ich mich hinpflanzen. We're safe. Stay strong, Jose. What about you, Arthur? You doubt me too? Never. Good. Because you know me, son. I'm just getting started. Once we get some money, well, they better send some good men after us, because they ain't never gonna find us. But we need money. Of course, Dutch. Thank you, son, for your strength. It means a lot to me. Bin ich dein Sohn? Dafür bin ich viel zu alt. Soll ich hier weiter chillen oder soll ich gehen? Ich glaube, ich soll gehen. Ich kann mal eben kurz hier reingucken. Vielleicht gibt es hier noch was. Die gute alte Säge. Die Fuchssäge. Ist das eine Fuchssäge? Ich weiß es gar nicht mehr. Schraubzwinge kann man auch immer gebrauchen. Aber leider kann ich das nicht mitnehmen. Nö. Kann ich irgendwie nicht einsammeln. Ah, wäre auch ein schönes Folterwerkzeug, so eine Säge. Aber gut, dann nicht. Ich setze mich nochmal kurz vor den Kamin. Die Wärme tut gut. Aber mein Leben füllt sich dadurch auch nicht mehr auf. Okay, ich dachte, vielleicht füllt sich mein Leben dadurch noch ein bisschen weiter auf. Wenn ich hier ein bisschen chille. Will ich hier nochmal kurz gucken, durchsuchen. Da kann ich noch eine Schublade durchsuchen. Nehmen. Muss, glaube ich, in die Hocke gehen, oder? Hä? Ich will das nehmen. Muss ich mich hinsetzen? Achso, oder habe ich schon zu viel angebrochen, Arznei? Warte, ich kann ja mal kurz gucken. Wie war das? Nee. Angebrochene Arznei. Hä? Ah, hier. So. Ist das... Nee, das ist... Auf falscher Seite. Angebrochene Arznei. 3 von 3 trage ich bei mir. Zieh ich mir mal einen rein. Hat nicht wirklich was gebracht. Egal. Hätte ja sein können. Nehme ich mir auch noch mal mit. Schöne Haferplätzchen. Dann haben wir noch mal angebrochenes Wundertonikum. Perfekt. Ja, wir müssen vorbereitet sein. Wir müssen gut vorbereitet sein für schwere Zeiten. Und von dem her, ja. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle eine Pause und machen dann in der nächsten Folge hier weiter. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bleibt stabil, haut da rein und bis dann. Ciao.